Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Life is Strange True Colors, Folge 3. Wir waren hier letztes Mal stehen geblieben, nachdem wir sehr, sehr, sehr viel gelesen haben. Jetzt geht's hier weiter und wir schauen uns jetzt ein bisschen in diesem Laden um und nehmen natürlich wieder... Wo versteckst du dich? Alles mit, was geht. Viel Spaß. Vor einer Menge aus Fremden auf der Bühne stehen? Alter, das ist ja wohl mal das Gruseligste überhaupt. Live-Karaoke und Drinks zum halben Preis. Erster Dienstag im Monat. Du hast mir gar nichts zu sagen, Poster. Rufen Sie Ihre Abgeordneten an. Sagen Sie ihnen, sie sollen Nein stimmen für das Volksbegehren 39. Haven Springs, derzeitige Förderstätte, geplante zukünftige Förderstätte. Privatwirtschaftliche Förderinteressen stellen ihren Gewinn über die Gesundheit ihrer Familie. Lassen Sie die Berge weiter hoch aufragen. Anscheinend können Pflanzen Schmerzen empfinden. Aber können sie Melancholy and the Infinite Sadness im Bett singen? Ich denke nicht. Das ist mal ein Radiowettbewerb, den ich sogar gewinnen könnte. Knaller aus der Vergangenheit. Verlosung. Benennt 10 Oldies richtig und gewinnt einen Flachbildschirmfernseher. Sponsored von der Typhon Minengesellschaft. Okay. Interessant. So, das hatten wir alles schon. Ich könnte stundenlang hier sitzen. Vielleicht werde ich das auch. Also, das ist Haven Springs. Eine winzige Stadt mit eigener Radiostation, Plattenladen und Apotheke tief in den Bergen. Für die Fahrt hierher braucht man auf jeden Fall einen starken Magen. Schön. So, gucken wir uns weiter um. Das schreit nach Kleinstadt. Red Rock Sommerkonzerte, KRCT Sommerverlosungen, verpasse sie nicht. Familienporträts und andere Auftragskunst. Charlotte Harmon, 303-555-8043. Zeit für einen Frühjahrsputz. Zeigt euch euren Regenrinnen etwas Liebe. Ruft noch heute Ralfs Regenrinnenreinigung an. Okay. Okay, Steph. Mal sehen, worauf du stehst. Ich verspüre hier Indie-Vibes. Okay, echt obskure Indie-Vibes. Forbidden Songs. A51. Und so bunt. 8. Welp. Alles klar, wunderbar. Da ist noch was, wir haben hier noch was. Digga, du suchst ja gar nicht. Die 9. Wächterin, Heldin der intergalaktischen Friedenskriege und Freundin einsamer Kinder auf der ganzen Welt. Bestellkiste. Gabes Platte ist hier drin, aber welche ist es? Auf jeden Fall ist dieser Ort wunderbar seltsam. Büchchen, Warenbestand oder so. Dich machen wir gleich. Colorado steht auf alternativen Rock. Können wir auf jeden Fall schneller gehen. Hier sind nicht so ein paar Sachen. Oh, eine Katze. Moment. Ist das die Warteliste? Erschreckend, nö. Ganz ruhig. Ich will nur kurz...
Okay, alles gut. Bin überrascht, dass du noch beide Hände hast. Naja, leider sitzt sie auf der Warteliste. Wir könnten sie mit ihrem Spielzeug weglocken, falls wir es finden. Hilf mir mal. Ja, ich könnte sie auch erschrecken, aber ja, scheinbar ist sie der Boss im Haus. Lassen wir mal. Ich will erst alles andere noch sehen. Notfallgitarre. Im Falle einer coolen Jam-Session Glas zerbrechen. Okay. Arbeit ist eine exzellente Art, um verantwortungsvolles Verhalten zu lernen, Alex. Jane, ein Streich spielen. Wischen, neue Veröffentlichungen einräumen. Anschlagbrett, wischen, Allianzbestellung fällig, wischen, Frühlingsfestdeko, wischen. Nice. Ich find's toll, dass die Stadt ihre eigene Radiostation hat. Nicht schlecht. Boah, sieht das geil aus. Oho. Okay, ich glaube, viel mehr gibt's hier nicht. Hier sind noch Bücher. Ich habe in der Schule einen Aufsatz über Jane Eyre geschrieben. Irgendwann würde ich es gern mal lesen. Okay. So, da unten ist noch der Katzennapf. Valkyrie, abgefahrener Name für eine Katze. Was? Hättest du dich nicht, keine Ahnung, irgendwo anders zusammenrollen können? So, na? Was denn jetzt? Scheint, als bräuchte Ryan Hilfe bei der Suche nach dem Spielzeug. Glück gehabt mit dem Katzenspielzeug? Noch nicht. Also, was denkst du? Irgendeine Ahnung, was Gabe so hört? Banjo-Dubstep. Punkt. A cappella Scriamo. Keine Ahnung. Oh, Dubstep. Ich glaube, er fährt voll auf die akustische EDM-Szene ab. Ist das nicht ein Widerspruch? Wie in jeder guten Musik. Wow. Dieb. Tja, es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Dann suchen wir mal das Katzenspielzeug. Oh, jetzt haben wir wieder. Achso, okay. Verstehe. In Regalen könnte man doch sowas aufbewahren, oder? Vielleicht ist es im Schrank da. Was, wenn es die Original-Broadway-Aufnahmen von Cats sind? Das wäre immerhin ironisch. Hier ist es auch nicht. Mhm. Interessanterweise nicht mit Stickern vollgeklebt. Also hier würde ich ein Spielzeug aufbewahren. Sei bitte da drin, Spielzeug. Die Spannung bringt mich noch um. Der perfekte Ort für ein Katzenspielzeug. Vielleicht ist es in dem Karton. Oh. Und da haben wir es. Gut geraten. Halt die Ohren steif. Falls ich durch diese Katze tragisch zum Tode komme, sag Gabe, dass es mir leid tut. Ha! Wer ist jetzt das überlegene Säugetier? Wow! Gute Idee. Danke. Für einen Typen aus dem Wald habe ich dieses Kundenservice-Ding ganz gut drauf. So, Rocky Mountain Record Traders. Name, Produkt, Bestelldatum, Abholdatum. Gabe Chen, Tiny Blue Bot. Und Gabe Chen, Kings of Leon. Kings of Leon oder Blue Bot? Keine Ahnung. Also klar. Moment. Gabe und ich haben damals ständig zusammen Platten gehört.
Wir haben alles um uns herum vergessen und stundenlang abgerockt. Du musst mir unbedingt erzählen, wie Gabe als Kind so war. Je peinlicher, desto besser. Nerd, krass, Nerd, krass, krass. Ehrlich gesagt, war er ein ziemlich cooler älterer Bruder. Er hat geraucht, was ich damals echt mega fand. Und irgendwie bekam er sein erstes Tattoo mit 12. Mann, das ist wirklich ziemlich cool. Okay, das sind dann genau 20. Nein, dein Ernst? Du ziehst das jetzt echt schon wieder? Nein, komm schon. Hast du überhaupt irgendeine Ahnung, wie viel Zeit ich da reingesteckt habe? Okay. Du bist... Nein, Alter, ich kann nicht vorbeikommen. Ich arbeite gerade. Das nennt man einen Job. Tja, aber wer noch nie gearbeitet hat... Ich kann gerne übernehmen, wenn du kurz raus musst. Hey, warte mal kurz. Meinst du das ernst? Du hast doch eine Playlist, oder? Ich glaube, das kriege ich schon hin. Du bist meine Rettung. Oh, aber kein Vogelgezwitscher. Bin schon auf dem Weg. Die Orga von dem Lab nervt so krass. Alles okay? Alles okay, danke. Hat sie gerade wirklich Lab gesagt? Ja. Steph ist nicht nur die Jane, sondern auch die Königin der Haven Nerds. Klingt, als gäbe es Ärger im Königreich. Ah, ich wusste doch, dass ich dich hier finde. Ist wieder alles gut mit Charlotte? Dank deiner Hilfe. Ihr müsst euch kennenlernen. Ihr versteht euch bestimmt. Also, meine zwei liebsten Menschen an meinem liebsten Ort. Was führt euch hierher? Ich sehe mich bloß um. Der Laden ist echt ziemlich cool. Jedes Mal, wenn ich hier bin, muss ich an dich denken. War klar, dass es dir gefällt. Was für ein Glück, dass ihr euch jetzt kennt. Dieser Kerl ist nicht nur mein bester Freund, sondern auch der beste Touristenführer für Haven weit und breit. Und dieser Kerl zapft die besten Biere. Hey, noch was. Mac war vorhin hier und er will dringend mit dir reden. Er weiß, wo er mich findet. Meine Schicht fängt in 20 Minuten an. Kommst du mit? Also. Ich komm nach. Ich muss noch eine Radiosendung moderieren. Irgendwie ist der Typ komisch, so nervös und so, ne? Ich sag kurz Hallo. Was dagegen? Klar, kein Problem. Was geht, Monsterjäger Thaynor? Hey! Eine Woche bis zum Lab. Aufgeregt? Auf jeden Fall. Guter Mann. Wir müssen uns noch mit Snacks eindecken. Wird eine echt lange Fahrt. Meinst du, wir fahren mit Steph? Wir schauen mal. Sie ist der GM, also muss sie wahrscheinlich sehr früh in Denver sein. Was geht heute Abend? Mom sagt, ich soll in der Lantern bleiben, bis sie von der Arbeit zurückkommt. Aber, ich wäre echt lieber zu Hause. Wäre das okay? Geht klar, Mann. Aber ich sehe mir nachher deine Hausaufgaben an. Mach die fertig, kapiert? Kapiert. Hat mich gefreut. Ja, mich auch. Bis dann. So weird, du in dieser Dad-Rolle. Dad-Rolle? Nein. Nein, 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 nein. Ich bin besser als ein Dad. Ich bin wie ein Dad Plus. Wir vertrauen uns. Er erzählt mir Dinge, die er Charlotte nicht sagt. Ethan hat gelogen, was das Erkunden der alten Mine betrifft. Er hat mir sein Geheimnis anvertraut.
Soll ich es bewahren? Oder soll ich ihn verpetzen? Okay, alles klar. Die erste richtige, krasse Entscheidung, weiß ich gar nicht. Also ich wüsste jetzt nicht, was jetzt daran so schlimm ist. Aber aktuell sehe ich jetzt auch keinen Grund, warum ich, ne? Er hat uns anvertraut und, ja, solange es jetzt nicht irgendwelche gefährlichen Wege oder sowas bedeutet, dann sehe ich jetzt erstmal noch keinen Grund, warum ich das sagen soll. Weiß ich nicht. Ich werde es erstmal bewahren, denke ich. Und dann können wir später vielleicht nochmal gucken, wie sich das entwickelt. Aber für den aktuellen Fall würde ich erstmal dabei bleiben. Was ist los? Ja, du bist nur wie Pooh der Bär für Ethans Christopher Robin. Ja, genau. Genau so ist es, ja. Außer dass, naja, du datest seine Mom. Dann kennst du meine Pooh der Bär Fanfiction noch nicht. Wow. Was? Gehen wir deine Sachen ablegen? Okay. So sieht also eine Bergbaustadt aus. Ich dachte, hier würden mehr Typen in Overalls rumlaufen. Mit komplett verrußten Gesichtern? Ganz genau. Was wird hier denn abgebaut? Damals war es Silber, ist ewig her. Und jetzt? Uran. Die sprengen diese riesigen Löcher in die Berge und verkaufen das Zeug an Atomkraftwerke. Wow. Ja, heute Abend gibt's sogar die nächste Sprengung. Ist ziemlich krass. Glaub ich gern. Na, sieh mal an. Jet, hey, ich muss dir jemanden vorstellen. Alex, das ist mein Kumpel Jet. Kumpel, verdammt. Hör dir diesen Bullshit an. Er meint, sein Boss. Ihnen gehört die Black Lantern. Seit ungefähr 12 Jahren. Schön, dich zu treffen, Alex. Hab verdammt viel von dir gehört. Ja? Nur schlimmes Zeug. Überwiegend Lügen. Dein Bruder labert nur Scheiße, wusstest du das? Er hat sich fast in die Hosen gemacht, als er hier auf dich gewartet hat. Gleichfalls oder nur fast. Ja, na, da müssen wir aber noch mal ein bisschen in seine Richtung schießen, oder? Oh, ist die Hose diesmal trocken geblieben? Freut mich, Gabe. Ich mag sie. Ja, sie ist in Ordnung. Wir gehen rein, kommst du mit? Komme gleich nach. Ich wollte mich mit Eleanor treffen wegen der Dekoration für das Frühlingsfest. Hat er schon vom Fest erzählt? Nicht so wirklich. Ich erzähle dir später davon. Wenn der anfängt zu reden, hört er nicht mehr auf. Ich bin redselig, verdammt nochmal. Das nennt man charmant. Oh, bevor du gehst, will ich dich lieber mal warnen. Mac hat sich wieder diesen Scheiß in den Kopf gesetzt. Hab's gehört. Ja, naja. Nur, dass du's weißt, pass lieber auf. Egal, kommt erstmal in Ruhe an. Alex, hat mich gefreut. Gleichfalls, Jet. Also, Frühlingsfest klingt wie Abschlussball in den Bergen. Es ist viel cooler, als es klingt. Ach, als ob. Hier geht doch sicher so ein Wicker Man-Shit ab. Hey, woher weißt du das? Ist nicht dein Ernst. Und hier wohnst du? Kling nicht so überrascht.
Als du gesagt hast, dass du eine schöne Wohnung hast, dachte ich, sie wäre klein und gemütlich. Willkommen in meinem Heim. Ernsthaft? Das ist krass. Und das Beste ist, es ist eigentlich deins. Ich bin eh meistens bei Charlotte. Gabe, es ist super. Schön. Wirklich? Ich bin echt sprachlos. Wie wär's mit Danke? Oder du bist der Beste? Oder ich nenne mein erstes und drittes Kind auf jeden Fall Gabriel oder Gabriella. Geht klar. Haben wir die Sache mit dem mich anstarren nicht schon hinter uns? Naja. Ich habe mir dich genauso vorgestellt. Echt? Und hast du dir mich so vorgestellt? Du hast dich kaum verändert. Wirklich? Siehst immer noch aus wie 15. Klappe. Ich meine, klar bist du ein Mann, weißt du? Aber du hast immer noch dieselben Gesichtsausdrücke und so. Du bist immer noch du. Danke. Was gut ist, denn wenn du nicht mehr du wärst, müsste ich dein Geschenk jemand anderem geben. Was? Überraschung. Hey, ist das... Das ist das Album, das ich bestellt habe. Ich weiß, ich bin gut. Ich wollte es dir schenken. Naja, ich hab's zuerst für dich gekauft, also... Ja, oh, das ist jetzt natürlich sehr schade. Hierbei handelt es sich um Lizenzmusik. Die Lizenzmusik wird leider gemutet aus GEMA-lizenzrechtlichen Gründen. Tausend Dank nochmal dafür. Das macht leider etwas die Atmosphäre jetzt kaputt. Mann, ich komme nicht klar. Aber so ist das halt. Es ist alles genau wie damals. Oh nein. Bitte nicht. Sorry. Ist zu spät. Ja, machen wir mal so. Oh ja, zeig's ihnen. Das ist echt komisch. Lebenslange Übung. Ohne Musik ist echt komisch, diese Szene. Du bist dran. Komm. Gut. Bam 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 da 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 Du hast keinen Beat verpasst. Ah, perfekt. Ja, danke schön, danke, vielen Dank. Ah, warte kurz. Ja. Hey, Mac. Was ist los? Irgendwas stimmt nicht. Ich habe Rileys Nachrichten gelesen. Ich weiß, dass ihr euch heimlich getroffen habt. Es ist nicht so, wie du denkst, Mac. Oh, gut. Sonst hätte ich gedacht, du vögelst meine Freundin! Alter, ehrlich, du verstehst das falsch.
Sag mir, warum ihr nicht die Fresse einschaltet! Nein, nicht hier! Es gibt keinen Grund mehr. Du solltest lieber mit deiner Freundin reden. Ich rede mit dir! Wollte nicht. Ist schon okay. Deine Schwester ist echt gestört. Verflucht, ihr könnt mich beide mal. Es tut mir so alles leid. Alles gut. Fuck. Gabe, Alex. Warte. Ist okay. Meine Schicht fängt gleich an. Super. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Dann packe ich erstmal aus. Okay. Ach du Scheiße. Also das kann ja echt noch sehr interessant werden. Dieses Spiel. Oh mein Gott. Sie hat ja absolut gar keine Kontrolle mehr. In dem Sinne würde ich ganz ehrlich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge ganz entspannt weiter. Und schauen mal, was noch auf uns zukommt. Danke wieder fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.